Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4, ausgezeichnet. Mit Paladin Dance diesmal am Start. Und eine voll aufgerüstete Power Armor. Ja, ich habe mal, als ich wieder im Commonwealth war, bei meiner Basis, direkt die Chance genutzt und jedes Ding eher auf F zu machen, also auf die höchste Stufe. Damit die Haltbarkeit, also die Gesundheit und die Verteidigung noch weiter ansteigen. Jetzt habe ich 1450 Verteidigung. Gut, Dezember Kit habe ich auch ein bisschen aufgeballert, Schnelllademagazin oder sowas. Sonst eigentlich nichts. Ja, gut. Wie gesagt, halt Dance. Komm schon, lass ein Hey, intimes Gespräch warte führen. auf Bei deinen mir bekommt Befehl. er irgendwie nur Pluspunkte in meiner Basis. Weil ich immer irgendwie Sachen am Herstellen bin oder irgendwie Paladin, so. kann ich helfen? Aber irgendwie nicht. Was? Ey. Jedes Mal, wenn ich in der Basis bin, so weiß ich nicht, drei, vier Mal hintereinander, kommt immer irgendwie so Sachen wie Paladin Dance, hat das geliebt oder hat das gefallen oder irgendwie sowas, weil ich immer meinen Waffen irgendwie so am Rumbasteln bin oder meinem V-Armors, weil ich da ein- und aussteige. Muss ich mir sagen, der tut nach all den Sachen immer noch nicht irgendwie mehr sprechen. Und das finde ich doch ein bisschen lächerlich. Au. Irgendwie Beine eigentlich dadurch kaputt. Weil nur meine Beine und die Arme waren kaputt. Torso und der Helm war noch ein bisschen, ja. Ist natürlich auch noch mit erhöht, als ich das Ding aufgeballert habe. Aber in der letzten Folge gemacht, ich kann es vergessen. In der letzten Folge haben wir den Schiffsbrecher erledigt, genau. Jetzt sind wir auf der Suche nach, was müssen wir überhaupt da machen? Lebensarsenal, wir schaffen den Code für. Entschuldigung, für den Anschalter des Windparks, nämlich ansteht da. Ich kann den ersten Buchstaben da nicht lesen, weil er außerhalb des Bildschirms ist. Gut. Müssten eigentlich bald fertig sein mit Fahrer, würde ich sagen. Wandergruppen nachkommen, ich auch schade. Wie nichts, also. Vielleicht kann ich ja irgendwann abgeben. Ich habe ja immer noch die ganzen Silver Shroud Klamotten hier. Den Silver Shroud Anzug, den Silver Shroud Script, Foto, Hut und so was. Alles habe ich ja alles noch. Ja, erst aus dem Bären. Cool. Ja, Gift. Da fällt mir auch was ein. Ich habe irgendwo ein Magazin gefunden. Das ist hier irgendwo. Ich habe eine Pigments Galerie. Also da, wo weiß ich, Intelligenzwachspuppe war. Die fliegen, ja genau. Irgendwie direkt neben der Wackelpuppe war ein Magazin. Und das gibt mir dauerhaft plus 5 Giftresistenz, welche jetzt in meinen Dingens, meinen Werten angezeigt wird. Das ist auch nicht schlecht. Also Sachen, die habe ich in meinem Let's Play verpasst, aber als ich dann nochmal durchgegangen bin, habe ich die gefunden. Bido-Angler. Also ich dachte irgendwie, ich wäre schon voll überpowered langsam mit meinem Alter. Meinen neuen Waffen, mit meinen Level und all sowas. Jetzt kommt wieder jemand, was mich hier fertig macht. Dance, wo bist du? Dance. Ich weiß, der wird Dance ausgespuckt, aber. Wenn jetzt mal neu aussprechen, so, du erstmal gut. Ah. Alter. Alter, wo ist der eine, der gleich kaputt ist? Er steckt sich die ganze Zeit hier zwischen mir. Alter. Ich war so. Wie gesagt, ich dachte, ich wäre voll überpowered langsam. Meine neuen Klamotten und so. Dann kommen schon wieder die ersten besten Gegner und die machen mich fertig. Mein Bein ist schon wieder kaputt. Will sie mich verarschen? Ich habe extra hochgeballert. Repariert. Das hat 5 Stahl gekostet. Pro Dingen. Oh, komm her. Junge,
Ich will den Hammer wieder wegpacken, nachdem ich hier ausgehe. Ich bin ja wohl vollkommen bescheuert. Ja, da brauchen wir einfach gehen. Das klingt ja gerade einfach viel zu geil. Oh nee, 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 nee. Ich will jetzt nicht noch im letzten Moment weg. Aha. Ich bin kein Skyrim. Mit Haken, okay. Ich habe mit Haken als Trophäe bekommen. Da waren ganz viele Anglertöten oder so. Keine Ahnung. Bei jedem Angler auf der Insel töten. Es ist keiner mehr übrig. Ja. Oh Gott, die sind ja noch mehr von solchen Dingern. Ey. Es sind bestimmt noch mehr von denen. Ach, ich habe jetzt da. Ehrlich. Hui. Dimas Arsenal. Den Aufruhr. Warum nicht einfach verdächtige Fleck Erde oder irgendwas? Hey, Aufruhr, ey. Turbinenkohle, was? Das Land reinigen, schalte Fahrer Verteidigung aus. Okay, ich bekomme immer mehr Missionen. So, jetzt habe ich hier, nehme ich mal an, die Hand über die Raketen. Das heißt, keiner vom Nukleus oder von Fahrer oder von den Zins kann jetzt erstmal hier irgendwann in die Luft sprengen, ne? Wenn dann nur ich. Also das ist schon mal beruhigend, ne? Also wieder 10 Milliarden Gegnern. Ich darf nicht mehr so viel kämpfen, hallo? Ich habe keine Kontext mehr gleich. Wurf. Wo bleibst du hier? Ach, mehr. So, haben wir das. Jetzt weiß ich langsam echt nicht mehr, was ich machen soll hier. Wäre nicht wieder irgendeine blöde. Ja, Longfellow. Weiß gar nicht, wo der ist. Aber den habe ich auch ins Commonwealth geschickt. Verdammt. So, machen wir direkt das hier auch noch. Hier, Harbor Grand Hotel. Machen wir das auch direkt. Tun wir uns alle Massenvernichtungswaffen ja aneignen. Ich meine, bei wem können sie schon besser aufgehoben sein als bei mir? Oh Gott. Okay. Ich würde mal gerne eine von diesen Quests mal erledigen, anstatt hier immer wieder neue anzuhäufen. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich sollte mal irgendwann stärker aufleveln. Ne? Ich glaube, ich sollte meine ganzen Werte erstmal aufleveln, anstatt hier neue Skills zu holen. Ein Punkt in Ausdauer habe ich gemerkt, den ich mal nehmen musste, um hier ein Ding, einen anderen Skill freizuschalten. Gibt mir 45 HP, das ist ganz schön viel. Jetzt gedacht, hier ein Punkt, da gibt mir irgendwie nur 10 KP oder so, aber nein. Übrigens, ich habe nicht mehr die Maulwurfsrattenkrankheit. Ich habe nämlich herausgefunden, wie man umgehen kann. Hat mich auch nämlich gestört. Und da musste ich unbedingt loswerden, ja. Sonst da ein bisschen glitschen, ja. Ja, und ich habe den Arzt einfach gesagt, ja, ich behalte das selber. Hab das benutzt. Bin einfach vom Gespräch weggelaufen, habe den angesprochen, habe den dann gegeben. Ich habe dem mehr oder weniger eine leere Spritze gegeben, damit er diesen Jungen heilen kann. Und dann hat geklappt. Ach, hier waren wir doch auch. Das habe ich auch noch nicht wieder gefunden, das Gebiet. Ja, klar hat man jetzt ein paar Orte hier doppelt vorbeikommt, aber
musste alt sein. Da mich hat dann gestört, dass ich nicht ins Institut rein kann. Das hat mich wirklich gestört. Schießen nicht auf uns da. Und den krieg ich so. Ja, gegen die macht das leider nicht viel. Ja. Obwohl, das ist ein Kriegsherr. Doing. Wenn die natürlich auch betreibt. Jetzt habt die Waffe schon überpackt. Gut, gerne. Ja, doing. Schließe mal mit dem Minigun. Dann kriege ich überhaupt mal eine Gatling Gun. Ich habe noch keine einzige Gatling Gun bisher gefunden. Ja, fuck this. Ich gehe jetzt da rein. Ja, da rein anscheinend. Don't mind me. Jetzt einfach da rein. Außerdem der Ort, wo ich so einen Typen irgendwie, weiß ich nicht, in die Ecke geschossen habe mit meinem Hammer. Mit dem Hammer, mit meinem Schwert, glaube ich, damals. Das ist ein Clip in meinem Best-of. Aus, wo sich der Startschlüssel der Atomraketen befindet. Aber nicht aktivieren direkt, ne? Der Segen des Vergessens. Oh, geil. Habe ich meine Mission abgeschlossen. Ich wahrscheinlich noch eine Mission, ne? Ausgleichen. Ja, den Ort kenne ich. Was? Was? Hey. Also er wird abbekommen so gut wie gar keinen Schaden. Und einmal weg ist er. Jetzt müsste ich noch hier Nahkampfwaffenfähigkeiten nehmen. So kleine Lee oder wie auch immer das hieß. Landreinigung, wenn ihr den Startschuss drehen mit dem einen Totmannschall der Windturbine, schalt Farbes Verteidigung aus. Will ich gar nicht machen, Mann. Wir haben den Ort des Startschusses der Nukleus gefunden. Ich muss den Schutzraum der Landhauer gelangen. Zum Glück habe ich den Code 485130. Der Ethikale wurde von Dima und danach zu einem Sim-Duplikat ersetzt. Was ich mit einem Beweis für Dima für euch mache, könnte tief kriegen. Auf, okay. Schichtsbrecher, ach ja. Ich will noch nicht nach zum Commonwealth zurück, bevor ich hier alles erledigt habe. Also in der Aufnahme jedenfalls. Ruff. Wie lange fühlt sich immer betäubt, habe ich das Gefühl. Aber ich will nicht mehr. So. Wenn ich hier mit Farbe fertig bin, werde ich erstmal ein paar Trainingsdinger machen. Dann werde ich hier in der Bruderschaft diese eine Mission immer machen. Mit so einem Typen begleiten muss. Weil da kriegt man meiner Meinung nach irgendwie die besten Erfahrungen. Egal, ob ich die Mission schaffe oder nicht. Aber wie bitte? Der Arm ist so stark, ne? Da sind Fusionskerne am Ende dran. Wunder, ne? Hm. Schön. Schön. Aber ich habe gar nicht geguckt, ob ich das herstellen konnte an der Basis. Wo ist mir schon wieder jemand? Ich spiele noch auf sehr schwer, oder? Okay. Also nachgucken. Hätte sein können. Vielleicht sind sie deswegen so einfach. Aber das ist einfach nur der Hammer, der so viel Schaden macht. Wie ein Fatman, der keine Munition verbraucht. Duell.
Wie? Ah, geht ja auch. Was? Wieso führt eine Toilette zum Ausgang? Okay, hier war aber irgendwo so ein Ding. Keller. Nee, das ist da. Warte, wo war nochmal? Irgendwo hier, glaube ich. Nee. Uff. Hier sind nur Exits. Was soll ein Teufel war nochmal? Ah. Oder? Da. Oh, Entschuldigung. Wollen Sie nicht beim Geschäft verrichten stören? Irgendjemand sammelt die doch bestimmt auch im Commonwealth, oder? Die wiegen irgendwie nichts und haben eigentlich einen Wert. Das ist verdächtig. Ah, okay. Ja. Ups. Hat das geklappt? Hey, Freddy. Schutzraum, den sie gebaut haben, falls die Bomben fallen. Franny, du musst schnell kommen. Ich weiß nicht, wann sie mich holen, also habe ich das Boot vorbereitet, falls wir schnell verschwinden müssen. Aber ich will kein Teil davon sein, ja. Vom Atomkrieg. Ich werde es nicht tun und ich werde auch niemanden auf meinem U-Boot erlauben, die Welt in die Luft zu jagen. Ja, das ist aber dieser eine Ghoul, dem wir geholfen haben. Der Jens hier, aber der war ja irgendwie Chinese, ne? Ich hätte erst gedacht, es gibt mehr Leute auf der Welt mit einem U-Boot. Ich wollte eigentlich. Was hier von der seltenen Waffe oder so? Ne, nur 10 mm. Da habe ich auch irgendwas, hatte ich, ach so, Terminal. Ah, geh weg, zwei Kerle in dicken Rüstung können ich hinein. Hör den Schutzraum Sicherheitsband an. Schutzraum Sicherheitsband. Für den Schutzbunker muss man zahlen, was? Also Miete? Da. So, Schutzraum. Schlüssel. Hey, ich will deine Hände sehen. Also, wo ist der Schlüssel? Franny, steck die Waffe weg. Was willst du denn erreichen? Meine Arbeit erledigen. Du gibst mir den Schlüssel, ich werde bezahlt. Bezahlt? Die Welt geht unter. Willst du wirklich... Ah! Ah! Schrei so viel du willst, Arnie. Alle wurden evakuiert. Wir sind nur wir beide. Konzentrier dich. Wo ist der Schlüssel? Ah! Verrotte in der Hölle! Das kann den ganzen Tag weitergehen, Arnie. Ach, Gott. Ach, was soll's? Das Ding ist auf dem Boot. Bei den Docks von Finch Cove. Die Kombination.
Position ist 44, 6, 75, 12. Und war das so schwierig? Bis dann, Captain. Also, wo zum Teufel geht diese... Tut mir leid, Franny. Du sitzt hier fest. Mit mir. Und ich beide erschossen. Ja, dieses Bild erzählt eine Geschichte. Okay. Einmal kurz darauf einwirken lassen. So. Ich hoffe, den Startschlüssel. So, aber ich brauche die jetzt nur finden, ne? Schalte Farbe Verteidigung aus. Was? Nur den Todmann schalte Windturbine. Ich glaube, ich sollte mal mit Dima reden. Stell ihn mal wegen des Mods von Avery zur Stelle. Ich glaube, ich werde erstmal den fragen, ja, weil. Weiß ich nicht. Ich glaube, der machte nicht so den Eindruck, dass er irgendwie die ja töten wollte, die ganzen Leute, ne? Er wollte eigentlich nur. Ich glaube, er wollte ja nur, dass die Leute auf der Insel nichts mit diesen Sachen anfangen, ne? Müssen wir hier mal zur Frage stellen. Aber der Part ist jetzt gleich zu Ende. Und ich kann dann zum alten Longfellow gehen. Vor den nächsten Part. Den war halt auch schon mal erledigt. Gute Idee, ne? Gut. Erstmal machen wir hier den Platz, wie auch immer hier ist. Was? Da komme ich nicht dran. Ich will jetzt nicht eine andere Waffe aus, hallo? Oh, da ist auch noch was. Was? Aus dem Baum. Ich komme, okay. Was? Gibt's nicht. Was? Was? Wenn ich treffe. Alter. Das ist hart. Das war creepy. Wir gehen jetzt einfach weiter und tun so, als hätten wir das nicht gesehen. Und es wird uns auch nicht in unseren Träumen hier verfolgen. Hm. Was zum... Ah. Ja, da komme ich. Ja, da ist noch so ein Baum, den müssen wir noch holen. Aber ich komme da nicht rüber, weil ich eine Power Armor an habe. Ich bin so fertig, genau unter wie ein Stein. Hier schon. Das ist aber ein brennendes Schiff, ne? Ich glaube, hier gibt es schon langsam mehr, ne? So, gehen wir noch ganz schnell da hinten hin. Falls wir das irgendwie darüber schaffen. Hier ist auch noch irgendwas. Ich werde das schon irgendwie dann waschen, ne? Oh, ist gar nicht so tief, okay. Das ist blöd, ich sehe das nicht. Immer noch die zwei Orte in dem Part. Ah, in dem Part, ne? Das ist auch noch was. Gibt's doch nicht. Was haben wir hier noch? Ha, falsch, weil die tot sind. Ich will dir immer noch zum Tod lachen. Versteht ihr? Zum Tod lachen. Und da ist ein Nebelkriecher. War ein Blosser, der wird bestimmt nicht so stark sein. Komm mal her. Au. Ah. Schlag, Schlag,
eine super Mutant, gerade der war ein bisschen creepy, kann ich zugeben. Der fällt immer noch im Kopf, oder? Der Angst. Er ist irgendwie mehr als mich jetzt Skyrim spielen, anstatt Fallout mit dem. Macht doch gar keinen Sinn. Das sind doch zwei vollkommen andere Spiele, die nichts miteinander zu tun haben. Alter, wie viele Orte sind hier noch? Oh. Oh Gott. Oh, meine Beine. Da ist ein Dolch. Das sah aus wie ein Meierloch. Das ist so ein Panzer. Ja, was haben wir hier noch? Dolch von Cranberry Island. Das ist aber ein köstlicher Name. Was haben wir denn hier noch? Wölfe meine ich natürlich. Wir sind klar voneinander. Dann weg. Chance gegen mich hast. Einmal nach, wenn es geht. Hier plus 100 mehr Schaden mit dem Atomhammer ab. Das wäre geil. Nein. Das Netz ist stärker als ich. 27 Minuten, ja. Gut, dass ich jetzt nur 20 Minuten brauche, um meine Videos zu erinnern. Na, ja, Frage, wo war ich jetzt schon, wo ich? Aber ich glaube nicht, ne? Als keine Gegner kommen, die mich nur ablenken. Irgendetwas. Irgendwas. Nö. Nichts. Da vielleicht. Kann ich kochen. Ich habe eine Rüstung an. Irgendwas wieder ist verschlossen. Verschlossen. Blockiert meine ich. Nein, ich rutsche da runter. Okay, hier ist nichts, nehme ich an. Reddick, sie hey. Da oben ist irgendwas. Ich habe jetzt mal Bock, da hoch zu gehen. Jedenfalls, würde ich sagen, war es dann später für diese Folge. Für diese Folge, wir sagen am Anfang der nächsten Folge, werden wir erstmal den alten Longfellow suchen und die Mission abgeben. Und dann kehren wir zu diesem Ort zurück und tun noch die restlichen Orte hier erkunden, die noch hier irgendwo sind. Dann irgendwann mit der Story weitermachen. Ja, gut, okay. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.